Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie ich mir ein Hilfsmittel baue, womit wir wiederum später Bretter zusammen verleimen, also Holzleisten zu einem Brett verleimen. Ja, und wie ich das baue, zeige ich euch in den folgenden Minuten. Los geht's! So, hier haben wir unsere Siebdruckplatte bzw. Siebdruckstreifen und einen Rundstab. Das ist nur ein Rest. Ihr könnt wahrscheinlich auch was Dünneres nehmen. Und natürlich hier ein Rundstab. Der ist aus Buche. Ihr könnt natürlich auch Metall nehmen. Ist euch überlassen. Wird wahrscheinlich etwas stabiler sein. Weiß ich nicht. Auch hiermit sollte es eigentlich funktionieren. Mehr braucht man nicht an Material. Als nächstes werde ich das einmal durch die Mitte trennen. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier an der Werkbank. So, das sind unsere fertigen Siebdruckstreifen. Jetzt haben wir hier ein Maß von 60 mm mal 38. Ihr könnt natürlich auch das Ganze noch länger machen, je nachdem wie breit euer Brett sein werden soll. Was machen wir als nächstes? Als nächstes werden hier Bohrungen gesetzt. Und zwar in der Materialstärke. So, wir haben unsere Bohrungen reingemacht und werden jetzt mal gucken, wie lang müssen die Rundstäbe sein. In dem Fall 70 und davon brauchen wir jeweils 1, 2 pro Streifen, 2 Stück, einmal vorne und einmal auf der gegenüberliegenden Seite. Ich habe die kleinen runden Stäbchen bzw. diese kleinen Stifte, die habe ich nochmal mit Kreppband nochmal beklebt, weil mir die dann doch schon etwas zu locker waren. Die sind nämlich immer ständig rausgerutscht. So passen die auf jeden Fall jetzt schön rein. Wir schieben jetzt mal die einzelnen Stücke hier rein. Nehmen unsere Bretter, die wir verleimen wollen, legen sie hier hin. Jetzt sehen wir natürlich hier oben einen Spalt. Den werden wir gleich mit jeweils zwei Keilen schließen. Nehmen wir mal die Vorrichtung. Legen das Brett hier rein. Das Gegenstück da drauf. Machen wir bei dem hier auch noch Leim drauf. Ja, ich denke mal, dass es für kleinere Stücke eher geeignet ist als so ein großes Brett. So. Nehmen unsere Keile, schieben sie dann übereinander
Ist das jetzt verkehrt rum? Ja, ist ja eigentlich egal. Es muss ja irgendwie einfach nur verkeilt werden. Also wenn ich hier so drauf drücke, das Ganze zusammenpresse, dann seht ihr den, wie der Leim austritt. Das ist alles jetzt handfest. Ob das wirklich was gebracht hat, das weiß ich nicht. Ich kann euch jetzt hier nicht viel versprechen. Ich sehe hier nur selber, dass es erstmal funktioniert. Der Leim tritt aus, die Fugen sind dicht. Ja, und so kann man das natürlich lassen. Ja, dann würde ich sagen, wir warten jetzt einfach, bis der Leim trocknet. Wir wischen da etwas ab oder ich lasse das erstmal so, damit ich nachher sehen kann, ob die Fugen wirklich dicht sind. Bis gleich. So, liebe Freunde, nachdem der Leim trocknen durfte, circa eine halbe Stunde, ist sie zwar nicht durchgetrocknet, aber wir könnten schon mal die Vorrichtung so langsam mal aufmachen, gucken, ob das Ganze gehalten hat. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Keile hier, die haben wir jetzt schön zusammengepresst, dass wir die hier erstmal getrennt bekommen. Ich hoffe, dass das was gebracht hat. Gut, das Brett ist jetzt erstmal fest, trocken. Hier die Fuge ist ziemlich gut geworden. Ja, und hier sehen wir beispielsweise, dass das nicht so ganz gut geklappt hat. Wir machen das Ganze jetzt erstmal sauber und dann schauen wir gleich weiter. Ihr Lieben, die Vorrichtung ist fertig, sie hat funktioniert. Das sehen wir hier an dem Brett. Ist sehr stabil, ordentlich verleimt, bis auf einen Spalt hier, der noch zu sehen ist. Aber das ist auch, glaube ich, bei purer Muskelkraft, denke ich mal, normal, dass man nicht alles zusammengepresst bekommt. Es ersetzt auf keinen Fall eine Schraubzwinge, das muss man natürlich auch sagen. Aber für kleinere Sachen, denke ich mal, könnte man so eine Vorrichtung sehr, sehr gut gebrauchen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.